Der Satiriker Böhmermann hat ein Schmähgedicht gemacht über Erdogan. ZDF-Mediathek hat jetzt gesagt, raus mit dem Video. Findest du das in Ordnung? Das ist natürlich ein hochinteressanter Fall, weil klar ist, dass Böhmermann ein Gedicht vorgetragen hat und es so eingeleitet hat, dass er darauf hingewiesen hat, dass das nun folgende Gedicht nach den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland unter den Paragraphen einer Schmähkritik fällt. Das heißt, er hat das Gedicht nicht vorgetragen, sondern das Gedicht als Beispiel für etwas vorgetragen, was er nicht macht. Es waren Anführungszeichen darum. Hat das ZDF jetzt richtig gehandelt oder falsch? Das ZDF hat ein Kunstwerk auf eine bestimmte Weise interpretiert. Nämlich so, dass es sich bei dem Kunstwerk tatsächlich um eine Schmähkritik handelt. Also haben wir es hier meines Erachtens zu tun mit der Frage sozusagen einer Gedichtinterpretation, buchstäblich. Und da würde ich sagen, die ZDF-Interpretation von Böhmermanns Kunstwerk ist schlecht. Die sind durchgefallenen Gedichtinterpretationen. Das hat Böhmermann ja klarerweise auch gezeigt in der darauffolgenden Sendung, wo er die gesamte Situation, wie man sagen würde, dekonstruiert hat. Er hat also gezeigt, dass er eben gar kein Gedicht vorgetragen hat, wie man sich das vorstellt, sondern im Rahmen eines Kunstwerkes einen bestimmten Zug gemacht hat, auf den die Öffentlichkeit allergisch reagiert hat. Jetzt ist natürlich immer noch die Frage, ob das, was er dort getan hat, im Rahmen dieses Kunstwerkes abgedeckt ist durch das Grundrecht der Kunstfreiheit oder nicht, oder ob es sich um eine Beleidigung eines Staatspräsidenten handelt und dann würde das unter das Strafgesetzbuch fallen. Das ist eine juristische Frage. Aber auch die schwierige juristische Frage kann man ja nur beantworten, wenn man das Kunstwerk richtig interpretiert. Ja? Also wie gesagt, wenn ich dich jetzt irgendwie beschimpfen würde oder sagen würde, das Folgende wäre eine Beschimpfung, wenn ich dich jetzt nennen würde, eine blöde Kuh oder eine blöde Österreicherin, wäre das eine Beschimpfung. Aber ich würde dich ja nie so nennen. Habe ich dich jetzt so genannt? Offensichtlich nicht. Das heißt, Böhmermanns Akt war ja einer, wo Anführungszeichen drumherum stehen. Und er wollte ja eigentlich nur zeigen, dass die Öffentlichkeit viel zu schnell urteilt und verurteilt. So würde ich das interpretieren. Das heißt, man müsste jetzt unter Fachleuten, Literatur- und Medienwissenschaftlern, zunächst einmal die Frage klären, wie ist das Kunstwerk von Jan Böhmermann zu deuten? Und das kann man dann dem juristischen Apparat übertragen. Ist das für dich jetzt noch Humor oder war das schon zu viel? Ich glaube, das wahre Problem an dem berühmten Schmähgedicht von Jan Böhmermann war in dem Fall auf einer anderen Ebene zu suchen, nämlich dort, dass Böhmermann dieses Gedicht so verfasst hat, dass wir eine rassistische Assoziationskette erhalten. Das Problem ist nicht, dass ein Schmähgedicht in Anführungszeichen auf Erdogan vorgetragen wurde, sondern das Problem ist, dass durch die Kette, die er dort aufbaut, Böhmermann unbewusst vielleicht, das sei mal dahingestellt, aber jedenfalls an rassistische Vorstellungen von der Türkei appelliert. Zum Beispiel wurde Erdogan als Ziegenficker bezeichnet in diesem Gedicht und damit irgendwie eine Assoziationskette von rassistischen Vorurteilen deutscher Staatsbürger gegen andere deutsche Staatsbürger, gegen unsere türkischstämmigen Mitbürger zum Beispiel beschworen. Und das ist das wahre Problem. Das heißt, in diesem Gedicht äußert sich ein bestimmter Rassismus und das ist eigentlich etwas, was Jan Böhmermann in seinem gesamten politischen Spektrum eigentlich immer zu vermeiden sucht. Ich glaube, das ist die wahre Schwäche dieses Vorgangs, der implizite Rassismus dieses Gedichts und nicht die andere Frage, ob es sich um ein Kunstwerk und so weiter handelt. Das heißt, da sind schon gewisse Schwächen im Inhalt. Ob das justiziabel ist, das wird die Zukunft zeigen.